Guten Morgen. Heute brutal früh unterwegs auf unsere Expedition in eine unbekannte Schweiz. Also. Ui. Ui, was ist das? Unterhose? Nein! Ah nein! Echt, das geht. Stülpen, Fußballstülpen. Und ein Autoschlüssel. Ich meine, es kann einem nichts Besseres passieren, als irgendwie am Morgen um noch nicht mal 4:30 da stehen und wissen, man muss vermutlich in ein Sportlager. Das Navi ist programmiert, 57 Minuten von hier Richtung Westen. Das genaue Ziel unbekannt. Ich befürchte wirklich, muss irgendwie in ein Fußballcamp. Wo man dann einfach wieder sieht, dass ich weder ausdauer noch irgendeine Ahnung von Fußball habe. Das Wort Morgengrauen kommt heute ganz neue Bedeutung über. Es geht nicht auf Bern ins Stade Suisse, sondern rechts weg auf Niederbipp im Kanton Bern. Dort hockt schon einer irgendwie auf dem. Wie da? Zu dem dort. Hoi! Das ist die grosse Gemüseindustrie aus. Schau mal das an. Ab ins Treibhaus. Morgen. Ich glaube, hier werde ich erwartet. Und es ist kein Fußballtrainer. Nein. Oder? Nein. Mona Fitsch. Beat Bösiger. Freut mich, Mona. Dürfen wir uns gerade duzen, Beat? Ja. Beat. Gerne, ja. Du, du bist ein grosser Gemüsler, sehe ich hier. Ja, genau. Aber warum haben Sie mir denn diese Fußballstülpen mitgegeben? Das wirst du im Verlauf des heutigen Tages noch sehen. Oh, überraschend. Die kannst du gut brauchen. Okay, gut. Ich sage dir jetzt noch nicht, für was genau, aber die brauchst du. Gut, also, aber ich bin schon mal erleichtert. Ich hoffe, ich muss nicht Fußball spielen. Aber vielleicht ist ja das, was ich bei dir machen muss, schlimmer, wenn jeder Shooting-Match. Wir haben Salat zum Schneiden heute Morgen. Und dann muss man taufrisch ernten. Und das ist halt am Morgen früh, ja. Also. Die Mona Fetsch, 3 Tage im Gemüse. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist die Mona, mit drin. Der Bösiger zu Niederbipp ist einer der grössten Gemüsebauern der Schweiz. 12 Hektar Gewächshäuser und Folientunnel hat er, eine eigene Verpackungsanlage und 150 Hektar Gemüse im Freiland. Und da bin ich eingeteilt, zum Eisbergsalat zu schneiden. War ja nicht so schwierig, oder? Den Salat hier muss man abschneiden. So sieht auch aus, die ganze Pflanze. Dann schneidet man den etwas nachschneiden. Dann die Blätter entfernen, bis er eigentlich so aussieht. Gut, tipptopp. Also, danke vielmals. Wie viel nimmst du da weg, das noch? Das ist eigentlich schon gut. Fast gut. Ja, jetzt musst du genau schauen. Siehst, jetzt ist hier ein Blatt. Ah, ja. Ein angeschnittenes Blatt, das muss weg. Und das dürfte eben nicht sein. Hier. Ah, okay. Siehst. Und das wird sonst auch braun. Ja, das wird braun. Oh, aber jetzt müssen wir hier noch mal ein Blatt zwei wegnehmen. Aber jetzt haben wir schon das Problem, dass der nachher schon zu weiss ist. Ah, und der ist jetzt eigentlich schon. Der habe ich jetzt schon kaputt gemacht. Jawohl, genau. Nein, den kannst du jetzt nicht einfach da rühren. Das kannst du nicht mehr brauchen. Jawohl, ich kann doch den vielleicht noch essen. Ja, aber da hat es noch genug zum Essen. Nachher. Ah, jecht, das geht. Ja, schau jetzt. Also, ich muss weiter unten abschneiden. Jawohl. Okay, also so. Also, der erste hat schon kaputt gemacht. Grossartig. Ja, und wenn du das rüsten, wäre noch gut, wenn du die Blätter nicht würdest auf die Salate fallen, sondern nebenan, wo geerntet ist. Ja. Vielleicht mal bei ihm zuschauen, wie er es macht. Wie heisst der?
Adelino. Adelino. Ah, das ist. Der Chef hat gesagt, du machst es ganz gut. Ich soll bei dir schauen, wie du es machst. Ah, also. Zack, 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 zack. Und er ist der Profi. Das ist der Pinto. Pinto. Das ist ein super Packer. Ja. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Morgen hier. Danke vielmals. Ciao, Bea, bis später. So. Handarbeit, alles. Nur der Traktor ist satellitengesteuert und zieht das Förderband Stück für Stück fürschig. Die einzige andere Frau beim Salatschneiden ist Eva aus Portugal. Seit wann bist du da? Ich bin das Wochenende gekommen. Es ist meine erste Woche jetzt. Your first week. Oh wow. So and tell me why. Und warum bist du da angekommen? Ich habe zwei Kinder und das hier ist jetzt eine Chance, die ich in Portugal nicht habe. Und deine Kinder sind ja da. Sie sind in Portugal. Oh, okay. Du hast es in Portugal müssen lassen. Wie ist jetzt das für dich? Es ist sehr hart. Aber ich muss es machen. I have to do it. Yeah. Yes. Andere kommen schon seit Jahren hier arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind gut. Startlohn 3'235 Franken brutto. Im Vergleich zum Lohn ihrer Heimat ist das sechsfache. Aber lachst du? Er lacht. Kannst du mir helfen? Schau, ist kaputt. Ich habe kaputt gemacht. Nicht kaputt. Nicht kaputt. Nicht kaputt, aber ein bisschen kaputt. Doch, schau, ist eingeklemmt. Ah. Ah. Oh, jetzt muss ich noch mal. Neues machen. Sicher, ist gut, aber ist nicht so ganz gut. Ah, super. Am 11:45 ist Mittagspause. Ich sitze zum José und der Christina an. Sie sind zusammen aus Portugal gekommen. Er ist eigentlich Informatiker und sie Medizinlaborantin. Einen guten. Also, danke. Wir haben uns entschieden, in die Schweiz zu kommen, weil ihre Eltern da sind. Ah, your parents? Yeah. My mother. Ja, meine Mami arbeitet auch da bei Bösigers. Okay. And we decided to make. Wir haben uns entschieden, unser Leben zu ändern. Ja. And Switzerland is. Die Schweiz ist ein guter Ort zum Leben. And to work. Und zum Schaffen. Yes. Wie sieht ein neues Leben da aus? I work. Ich arbeite. Ich gehe nach Hause. We prepare the dinner. Wir machen es Nacht und wir gehen schlafen. To sleep. Weil wir um 5 Uhr morgens aufmühen. To wake up 5 o'clock in the morning. And we work 10 hours. Wir arbeiten 10 Stunden am Tag. Am Samstagmorgen auch. In the morning. Das Wochenende ist kurz. The weekend is short. Yeah. Hallo. 180 Leute arbeiten hier in der Haupterntezeit, von März bis November. Vorher habe ich mir doch noch nie überlegt, wer eigentlich das Gemüse erntet, das ich tagtäglich im Laden kaufe. Eben, da müssen Sie zu Getty, gell? Das ist der Zugetti-Chef, oder Michel? Zugetti-Chef, Miguel. Miguel, oder? Michel. Michel. Ja.
Auch gut. Fahrst du gerade mit denen? Ja, ja. Und aus auf dem Feld erfahre ich endlich, für was die Fußballstülpen sind. Ist nicht für Beine. Das ist nicht für Beine. Nein, ist für Arme. Für Arm. Leck. Habt ihr das gehört? Das Rätselslösung, oder? Die brauche ich nicht zum Shooten, sondern zum Zucchetti ablesen. Als Stachelschutz. Zucchetti gehen beim Ablesen nämlich fiese Schnittli, die sich entzünden könnten. Der Startschuss, jetzt geht zu Getty Ernte los. Die, alle liegen am Boden, warum? Weil das viele groß, geboren viele so. Aha. Aber das ist schlecht. Und das ist gut auch. Ja. Ah, dann das ist schlecht. Welches? Ja. Das ist Form, weißt du? Ja. Das Form ist nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe sagen. Ja gut, also nur gerade ist gut. Ja, Beispiel. Minimum ist so. Minimum? Das ist Minimum. Ja. Ah, ja. Stenzel? Ja. Das ist Minimum. Minus 9. Ja. Der Kui schafft wie alle anderen 10 Stunden am Tag, 6 Tage in der Woche. Es gibt Besuch auf dem Zucchetti-Feld, der Bösiger Senior. Grüß euch miteinander. Das ist jemand für mich? Ja, genau. Mona. Peter. Ah, du bist jetzt der Peter? Ja, genau. Wenn ich gerade so darf duzen, das freut mich ja, sehr. Ja. Kommst du da ein bisschen Zucchetti ablesen? Das ist aber auch ein bisschen müde. Ist schon ein bisschen anstrengend. He? Ja, also für den Rücken einfach. Aber eben früher noch haben wir das ja wahrscheinlich auch nicht so gemacht, oder? Wo du noch gebaut hast. Nein. Ich bin auf einem ganz normalen Betrieb aufgewachsen. Eben, nicht Gemüse und nicht so gross. Nein. Das jetzt erst nachher gegeben, wo wir geheiratet haben. Wo wir geheiratet haben? Ja. Aha, wieso hast du eine reiche Frau geheiratet? Oder was? Nein. Aber eine, die gut arbeiten konnte, der braucht es keinen. Aha. Peter, seine Frau und er arbeiten trotz Pensionierung noch voll mit im Betrieb. Er im Büro, sie im Hofladen. Tomaten, Gurken. Und aus das Zeug. Und das hier ist das Wohnhaus von Beat. Der wohnt gerade hier nebenzu? Ja. Ehrlich? Ja, das. Ja, also, das sieht nicht nach Work-Life-Balance aus. Also, der ist verbunden mit seiner Arbeit, der Beat. Ja, da gibt es keine Distanz. Das ist ja so. Ja. Das ist einfach hier so aufgewachsen wie ich auch, oder? Der hat gerne mitmachen und hat Freude bekommen an diesem Zeug. Und dann ist man einfach verwurzelt mit dem Ganzen. Als Peter angefangen hat, Gemüse zu bauen, war alles noch ganz anders. Wir hatten 2 Rosse und Flügel noch. Wir haben noch die Herdöpfel mit dem Flügel gekäufelt und solches Zeug gemacht. Ja. Aber es ist wahnsinnig, oder? Wenn du daran denkst. Und weißt, so lange ist er da eigentlich auch noch nicht her, Nein. Wie sich das verändert. Ich kann sagen, wir haben die letzten, von 1993 richtig angefangen,
Weil in den letzten 25 Jahren haben wir das aufgebaut. Ja, das ist wahnsinnig. Aber ist das noch pure, da jetzt? Ja, das kann man schon sagen. Das geht schon alles unter Land. Das läuft alles unter der Landwirtschaft. Und im Vergleich zu der europäischen Konkurrenz sagen sie noch einen kleinen Betrieb. Noch kommen von denen. Ja. Also, jetzt kommen sie da werden wir erwartet. Zu uns. Ja, das ist jetzt Frau. Mona, das freut mich. Therese, schön, dich kennenzulernen. Das ist sie jetzt also, die fleissige Frau von Peter. Sie zeigt mir meine Unterkunft für die nächsten 3 Tage. Hier haben wir sind Einzelzimmer. Ja. Und hier sind Doppelzimmer. Ah. Mann, Frau. Ja. Und hier bist du da. Du, das ist ja wie im Hotel. Schlafen sicher gut. Danke vielmals. Schönen Abend. Nach dem Tag auf dem Feld bin ich geschafft. Zum Glück muss ich nicht nur selber kochen. Silvia aus Moldawien und ihren rumänischen Mann Sorin laden mich spontan zum Znacht ein. Du hast studiert? Ja, ich habe Landwirtschaftsuniversität gemacht. Ah, Agronomie hast du studiert? Ja, ich bin Agronom. Okay. Mein Beruf ist Agronom, aber jetzt ich packe Tomaten. Ich staune ein bisschen. Warum ist das? Darf ich fragen? Warum wegen? Das ist nicht mein Land, nicht meine Sprache. Für mich ist es schwer, hier arbeiten. Agronom. Ja. Und, aber in unserem Land ist wenig Geld. Und darum sind wir gekommen hier. Wovon träumst du denn? Was hoffst du? Wie sieht dein Leben aus in 5 Jahren oder 10 Jahren? Oh. Ich will Kinder haben und habe. Sowieso ich komme in mein Land nachher. Ja, in deinem Land, in Rumänien. Ja. Aber im Moment ist gut hier. Ja, aber du möchtest dann ja. In 5 Jahren oder so wieder in Rumänien leben. Ja. Wegen brauche und Kinder und ja. Für was wir leben für Kinder. Nicht alle denken so, aber ja. Sowieso für mich besser. Vor dem Essen gibt es noch einen Gruß aus der Heimat. Brennt vom Sorin seiner Mutter. Gott! Ja, und Josef. Oh, lala. Gut, ja. Ist gut. Probieren. Ja, ich bin Frau und sehr klein. Ich kann nicht viel Schnaps. Sonst. Natural Hause. Wie stößt man an in Rumänien? Wie macht Zuika. Zuika. Jawohl, danke vielmals für die Einladung. Gut. Ist gut. Ein Geschenk für dich. Dankeschön. Bitte schön. Mach mal Pignon. Wie es vom rumänischen Zwetschgenwasser betäubt, Engeli. Bleib doch. Mit meinen 2 stummen Kumpanen ist es richtig gemütlich. Maria. 36 Besammlung. Der Chef Beat Bösiger sagt, was und wie viel geerntet wird.
Auch dabei ein Beat sein Sohn, der Philipp. Der Beat wünscht sich, dass er einmal den Betrieb übernimmt. Ich gehe nicht mit aufs Feld, sondern ins Gewächshaus zu den Gurken. Jetzt Achtung! Die ernten wir jeden Tag, weil die wachsen so schnell im Gewächshaus. Die musst du jeden Tag schneiden? Richtig. Okay. Wir haben hier genaue Gewichtsvorgaben. Aha. Die Gurken müssen zwischen 400 und 500 Gramm sein. Ja. Also wir schneiden sie etwa ab 420 Gramm, damit wir noch ein bisschen Gewichtsreserven haben. Weil die sollten 400 Gramm haben im Laden, wenn sie morgen im Laden sind, dass sie dann immer noch das geforderte Gewicht aufweisen. Also wie findest du jetzt da raus, welche jetzt da, also weißt, ist jetzt die 400 Gramm? Siehst du da? Ja, ich denke, die hat es knapp, ja. Knapp. Aber zum Kontrollieren haben wir eine Waage dabei. Ich darf dir mal das Messer geben. Hier haben wir extra ein kurzes Messer, das keine Spitze dran hat, damit man die Pflanze nicht verletzt. Ah, okay. Ich würde sagen, die hier könntest du mal abschneiden und kontrollieren, ob die das Gewicht aufweist. Nein, auch geht's. Die ist jetzt. Ah, und jetzt? Was machen wir mit der? Die ist jetzt klein, die legen wir hier reinlegen, weil die darf nicht gekauft werden. Aber wenn jetzt der Kontrolleur an der Warenannahme die Gurke nimmt, ja, auf die Waage tut und merkt, die ist zu leicht, ja, dann? Dann könnt ihr die ganze Ware retourschieben. Aha, dann müsst ihr es zurücknehmen. Dann müsst ihr es zurücknehmen, nochmal auskommen, nochmal kontrollieren, ja, abwägen und dann kann man die Ware wieder bringen. Ja. Aber wir dürfen keine zu leichte Gurke drin haben. Ja. Die hier, würde ich sagen, die hat das Gewicht. Ja. Genau, super. 444. Die hier, die ist jetzt auch nicht vermarktungsfähig. Die ist jetzt einfach zu krumm. Die Vorschriften sind schon so, dass sie gerade sind. Ganz eine leichte Krümmung dürfen sie haben. Ja. Aber die ist jetzt nicht vermarktungsfähig. Nicht vermarktungsfähig? Nein. Aha. Das ist nicht einsichtig, warum die eine gut ist und die andere nicht. Selbstverständlich. Das ist das Absurde, oder? Die Qualität ist genau die gleiche. Es ist der gleiche Nährgehalt, hat die, oder? Ja. Aber es ist einfach, es ist krumm. Ja. Das ist ja das Absurde, oder? Aber woher kommt denn da? Ja, das hat sich natürlich im Verlauf der Jahre entwickelt, oder? Die Sorten sind besser geworden, Qualitäten sind besser geworden und dann hat man die Auswahl zwischen geraden Gurken und krummen Gurken. Weißt du, ganz ehrlich, ich bin genau gleich. Ja. Ich bin genau gleich. Wenn ich den Apfel aussuche, der perfekt aussieht, weißt du, weder der, der irgendwie noch so ein Touch hat oder ja, irgendeinen ja, einen braunen Punkt. Du nimmst auch den schönen. Ich nehme auch den schönen. Ja, du hast schon recht. Das ist menschlich. Ja. Ah, die ist zu klein. Nein, die ist nicht zu klein. Okay, machen wir gerade den Test. Ja. Bin ich gespannt. $4,46. Ah, super. Ja. Ja, ich stelle dich gerade an, Mona. Du bist gerade gewählt als erste Gurkenschneiderin. So, schau mal. Schauen. Armin, schau, wir haben hier Gurkenbrot. Eine, ja. Armin, wehe, du sagst etwas gegen unsere Gurken. Die eine, die nicht recht ist, gell? Der Armin ist der Chef der Gewächshäuser. Aufeinander dürfen wir zwicken. Ich würde sagen, sie sind ein kleiner. Ja, ist leicht. Meinst du? Ja. Nein. Siehst du? Oh. 2 Gramm Licht aussortieren geht nicht. Ja. Ja. Jetzt der Manuel ist der Spezialist in dem. Du siehst jeder Gurke an, wie schwer sie ist. Ja. Wie viele? Diese 430. Hey, aufs Gramm genau. Aufs Gramm genau. Ja. Warum kannst du das, Manuel? Ja, kontrollieren. Erfahrung. Vor 7 Jahren als Erntehelfer angefangen, hat sich der Manuel aufgeschafft zum Vorarbeiter im Gewächshaus. Er verpasst mir eine Schnellbleiche bei den Tomaten. Die Pflanzen werden immer wieder aufgebunden und am Schluss 9 Meter lang 60 Kilo kann man ernten pro Quadratmeter. Nicht lassen, Trauben blockiert zusammen mit Schnur. Sie haben immer Schauer, nicht Kopf kaputt. Ja. Okay, diese Schneider alle rot. Ja.
Immer schneidet ihr, nicht schneidet dies. Ich schneide und du schaust, dass ich es richtig mache. Okay. Okay. Gut. Sicher? Ja. Gut. Also. So, gell? Morgen. So, wie geht's da bei Mona und bei Manuel? Ja? Tip top. Und jetzt weißt du schon Bescheid über Tomaten? Also etwas, was mir wirklich noch erklären muss, ist, jawohl, wie kann das sein, dass sieben verschiedene Pflanzen, 9 Meter, gell, hast du gesagt? Ja, nein. 8-9 Meter aus einem, weißt, so einem kleinen Ding rauskommen. Also, was, was ist denn das Zeug, was du sagst, das ist nichts anderes als ein Steinwolle. Ah, wo man dort tränken. Ja, ein Steinwolle, wo dort tränken. Die Pflanze hat nie Erde. Die wächst in dem Steinwollwürfel. Ja. Aber, weißt, aber da gibt es sicher Leute, die sagen, ja, was, Steinwolle, so ein Ding, und sie hat noch nie Erde gesehen. Ist das überhaupt noch natürlich? Weißt du, was ihr hier macht? Oder sind das irgendwie halbe Roboterpflanzen? Nein, das sind nicht Roboterpflanzen. Nährstoff nimmt die Pflanze genau gleich auf, ob sie in der Erde wächst oder ob sie in der Steinwolle wächst. Also für dich gibt es keinen Unterschied, ob. Weil das ist ja der Unterschied. Wohl, es gibt einen Unterschied, einen grossen Unterschied. Gegen Abend sollte die Tomaten weniger Wasser kriegen. Weil die Pflanze nimmt immer Wasser auf. Und wenn ich am Abend viel Wasser habe, dann gibt es eine wässrige Tomate. Aha, das ist für den Geschmack nicht gut. Ja, das ist für den Geschmack nicht gut. Und das kann ich hier natürlich viel genauer steuern. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Jeder Tropfen genau dosiert, die Temperatur im Gewächshaus konstant 3 Grad kühler als das. Vor dem Abpacken wird das Gemüse nochmal ganz genau kontrolliert. Was noch nicht passt, wird passend gemacht. Der Preis des Gemüses wird übrigens jeden Tag neu ausgehandelt. Für das ist Hans Affolter zuständig. Morgen. Neutrale Folie. Joachim bringt am Nachmittag für Coop. 450, he? Er ist der Trader, der Verkäufer. Sein Job? Das Gemüse nicht zu billig anbieten, aber auch nicht zu teuer. Sonst bleibt er drauf hocken. Bei mir bist du sicher, dass du Qualität bekommst. Eben. Sonst würdest du nämlich nicht bei mir kaufen. Ich kann dich auch anfangen, gell? Hä? Ciao. In der Unterkunft der Erntehelfer Sibni am Abend. Silvia macht's Nacht und ihren Mann, der Sorin, der widmet sich seinem Hobby. Die Heiz Rumänien hat ein grosses Aquarium, aber da im Doppelzimmer hat es zu wenig Platz. Oben bei den Portugiesen ist es weniger ruhig. Es ist Fußball-WM und Portugal spielt gegen Spanien. Drei zu drei geht es aus. Meine portugiesischen Kollegen gehen zufrieden liegen. Vor 30 Jahren war es noch ein kleiner Bauernbetrieb. Heute führt Beat Bösiger, der neuerdings auch im Grossrat des Kantons Bern ist, ein Gemüse-Imperium, das immer mehr Organisation verlangt.
ist es eigentlich? Stimmt das, dass es schwieriger wird, was zum Leute finden, wo wirklich bei euch auf dem Feld arbeiten wollen? Ja, das hat sich jetzt heuer abzeichnet. Das ist das erste Jahr, dass wir ein bisschen Mühe haben, dass wir ein bisschen Leute bekommen. Ja. In den letzten Jahren hatten wir immer genug. Da haben wir immer die Beine von Bewerbungen. Und das ist jetzt heuer das erste Mal nicht so. Okay, was haben wir gemacht? Ich nehme an, die Wirtschaft läuft wieder besser in Portugal oder auch in Rumänien, in Polen. So, dass die Leute weniger Interesse haben, als Gastarbeiter in die Schweiz zu kommen. Ja, das ist... Ich meine, wenn du diese Leute nicht hast aus dem Ausland, dann also ihr bringt euer Gemüse eigentlich nicht in die Läden, oder? Ohne die? Nein, das ist gar nicht möglich, weil in der Schweiz haben wir zu wenige Leute, die das, die Arbeit machen wollen, zu diesen Bedingungen. Und dann müssen wir einfach unseren Anbau zurückfahren, entsprechend den Arbeitskräften. Das ist nachher der limitierende Faktor. Ja. Aber jetzt, es geht immer noch. Wir haben genug Bewerbungen noch, also von Mund zu Mund Propaganda in ihrer Verwandtschaft. Es ist noch nie schlimm. Ja, ist ja noch lustig, oder? Du bist im Grossen Rat für die SVP und deine Partei ist ja nicht nur dafür bekannt, dass ihr gerne Ausländer in die Schweiz holt, aber du brauchst es auf deinem Hof. Wie gehst du mit dem um? Ja gut, das ist natürlich so. Da habe ich keinen Konflikt mit dieser Situation. Wir haben auch sehr viele Asylbewerber angestellt bei uns, wo wir das Potenzial ausschöpfen, das wir hier in der Schweiz haben. Ich will nicht noch mehr Leute reinnehmen, im Gegenteil. Aber da haben wir meistens noch ein bisschen Herausforderungen mit den administrativen Verfahren, die sehr, sehr kompliziert sind. Was bei den Asylbewerbern? Ja, richtig. Würdest du gerne mehr anstellen? Ja, gerne, ja. Und warum kannst du nicht? Es ist einfach ein riesen Aufwand, administrativ. Die Leute werden gerne arbeiten, das haben wir gemerkt. Das sind auch sehr, sehr fleissige Leute. Ja. Wir können das gut mit denen, aber das haben wir es langsam aufgegeben mit der Bürokratie. Ja, ja, das ist wirklich schlimm, ja. Mit dem Peter muss ich Gemüse packen für den Hofladen. Der Hofladen ist im ehemaligen Kuhstall von Bösigers eingerichtet. Das ist der Therese, ihres Reich. Gut. Ah, das sind jetzt die, die sonst nicht verkaufen können, im Grossverteiler. Ganz genau. Aber bei euch nehmen, also, haben die Leute kein Problem mit denen? Nein, gar nicht. Hm. Gut. Ja. Hat es in deinem Leben eigentlich auch mal Ferien gegeben? Ja, ja. Oder? Sicher? Kennst du das? Mama, so eine Woche gehe ich gerne, aber jetzt haben sie 14 Tage gebucht. Nein. Das ist für mich. Aber jetzt musst du zwei Wochen in die Ferien und dann macht er ein bisschen Bauchweh. Ja, das macht mir ein bisschen Bauchweh. Aber jetzt, es geht alles vorbei, gell? Im Leben geht immer alles vorbei. Für Therese sind Ferien ein Müssen. Alle anderen freuen sich aufs Wochenende. Und bald ist es auch hier soweit. Dann stehen alle Maschinen für ein bisschen mehr als 24 Stunden still. Die letzten Abstellungen müssen raus in die Läden. Auch meine Schlummermutter Silvia ist im Endspurt. So, almost finished. Fast fertig, hä? Ja, fast fertig. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch 16 Minuten. Ja. Aber nachher dann Ferien morgen, oder? Zurück nach Rumänien. Ja, zurück nach Rumänien für eine Woche. Und dann wieder zurückgekommen und arbeite weiter. Was ist das Erste, was du machst in Rumänien? Ich muss treffen mit deiner Frau zum Unterschreiben Papier für Kauf.
Für Haus? Ja. Du und Sorin zusammen, ihr kauft jetzt ein Haus? Ja. In Rumänien? Ja. Aber dann kann ich gratulieren, oder? Aha. Ja, danke. Weil dafür habt ihr hier so lange gearbeitet. Ja, 3 Zimmer im ersten Stock und oben noch für Kinder haben Platz. Ja. Ein Haus für deine Familie, die du hoffentlich bald hast. Ja. Ich nehme einen Abschied von der Silvia und allen anderen bei Bösigers. 3 Tage im Gemüse langen, dass ich in Zukunft etwas anders vor dem Regal mit den Zucchetti und den Tomaten stand. Und vielleicht bin ich ja da nicht ganz die Einzige.